Ich bin hier in Sprockhövel und schaue mir heute die alte und neue Bildungsstätte an. Hier verändert sich ein bisschen was. Wir wurden eingeladen. Im Hintergrund sieht man das alte Bildungszentrum. Und hier sieht man das neue. Und wir haben uns hier mal umgeschaut. Ja, ich bin jetzt hier im alten Bildungszentrum. Und am 1.8.1968 war hier die Grundsteinlegung. Jetzt wird es bald geschlossen, findet ja auch schon der Neubau statt. Und ich habe mich hier mit Seokyong Lee von der Jugendbildung verabredet und will mal wissen, wie das hier so läuft. Wir haben uns hier im großen Konferenzsaal verabredet und es sieht hier schon mächtig nach Umzug aus. Also hier ist schon ziemlich viel eingepackt worden und Licht ist auch an. Also hier müsste auch einer sein. Genau, da ist er auch. Mensch, das sieht hier nach Umzugsatmosphäre aus. Hallo, Seokyong. Super. Hör mal, wir sind jetzt hier im alten Bildungszentrum. Hier stehen, glaube ich, alle sämtliche Stühle, sämtliche Fernseher, dieses Bildungszentrum hat. Wie läuft der Umzugsprozess? Also der Neubau, am Neubau wird ja gearbeitet. Was passiert im alten Bildungszentrum? Genau, wir sind hier im großen Saal und hier stapeln sich schon die Sachen, die wir hier aus dem Haus zusammentragen. Wie du schon richtig gesagt hast, der Neubau ist hier schon voll im Gange und wir haben hier den Seminarbetrieb vor etwa einem Monat eingestellt. Das heißt, jetzt nutzen wir die Zeit, um mal auszusortieren, was wir mitnehmen ins neue Haus, was wir weggeben werden, was wir nicht mehr gebrauchen können. Genau, das ist jetzt quasi der Prozess, der hier passiert im Haus. Du hast eine Gruppe auf Facebook gegründet von der IG Metall Jugendbildung Sprockhövel und dokumentierst das so. Also was passiert da? Ja, ich habe mir meine Kamera geschnappt und einfach Bilder gemacht vom neuen Gebäude, aber vor allen Dingen auch vom alten. Hier, das ist schon eine sehr spezielle Atmosphäre, wenn keine Teilnehmer mehr da sind, sondern hier dann vielleicht 10 Beschäftigte in diesem Riesenhaus alleine sind. Und ich wollte all denen, die hier schöne Erinnerungen haben, die hier oft gewesen sind oder die hier auch noch ein paar Mal gewesen sind, die auf jeden Fall was hiermit verbinden, eine Möglichkeit geben, nochmal einen Einblick zu bekommen in ja, das, was das Haus hier so speziell gemacht hat. Und auch schon mal Vorfreude wecken auf das neue Gebäude, auf das neue Sprockhövel. Du hast ja lange Zeit hier im alten Bildungszentrum gearbeitet. Was wirst du vermissen? Also gibt es irgendwas, woran du hängst? Ja, die LE8 natürlich. Also so einen richtig geilen Raum für die Jugend zu haben, das ist schon was sehr Spezielles. Das werde ich sehr vermissen. Ich werde dieses Klotzige, dieses Mächtige, Wuchtige vermissen. Das hat schon was sehr Spezielles. Das ist halt so ein Charme, den die IG Metall auch irgendwo mal ausgemacht hat. Aber ich freue mich gleichzeitig auch auf das Neue. Das ist schon eine Veränderung im Gang und ich finde, das ist eine Veränderung, die in die richtige Richtung weist. Ich glaube, viele Sachen, die sich hier auch spürbar machen, ja, da brauchen wir einfach neue Hingucker, neue Sachen, die uns ausmachen als Organisation und darauf freue ich mich auch richtig. Super, du hast uns ja auch eingeladen, um ins neue Haus zu gehen. Genau. Schauen wir mal rüber. Ja, aber weil das noch eine Baustelle ist, brauchen wir natürlich die hier. Okay. Ja, dann ziehen wir mal die Bauhelme auf und machen uns auf ins neue Bildungszentrum. Wir stehen jetzt hier vor dem neuen Bildungszentrum Sprockhövel. Wie ist das aufgeteilt? Also es gibt ja hier zwei Flügel. Ja, wie man hier im Hintergrund erkennt, ist das Ganze etwas höher als das andere Gebäude. Runder, also die Ecken sind rund, wie wir hier immer so schön sagen. Und tatsächlich, wenn man das von oben drauf sehen würde, dann kann man erkennen, dass das aufgebaut ist wie eine offene Hand oder wie zwei Flügel von einem Schmetterling. Und auf der rechten Seite des Flügels, also nein, die Kamera geht gerade in die andere Richtung, also auf der Seite des Flügels befinden sich die Seminareinheiten, also der Lernbereich quasi, das ist auch der Seminarflügel, wie wir nennen. Und auf der anderen Seite, hierüber befindet sich der Hotelbereich, der Hotelflügel. Also da sind die Zimmer gelagert, das Restaurant, die Sauna, der Fitnessbereich, die Kneipe etc.
Und hier in der Mitte, etwas flach, die beiden Elemente verbindend, ist der, ist das Foyer. Das ist ziemlich groß, ziemlich komfortabel. Da wird es auch Sitzgelegenheiten geben. Und es führt hinten raus zur Sonnenterrasse. Also wenn man sich einen Flügel vorstellt, dann hat man zwischen dem Flügel dann nochmal einen Bereich, wo es Aufenthaltsgelegenheiten gibt zum Entspannen. Also alles ein bisschen anders, wie im alten Bildungszentrum. Okay, und wir stehen jetzt hier, schauen, im neuen Restaurantbereich. Wie wird der aussehen? Also was kann man sich da noch vorstellen? Im alten Haus war es ja ziemlich groß, auch doppelstöckig. Wie sieht das hier aus? Ja, im alten Haus hat es natürlich ziemlich stark an eine alte Kantine erinnert. Wir haben es ja auch liebevoll Speisesaal genannt. Hier hat es viel mehr einen Charakter von einem Restaurant. Und wie man jetzt schon wahrscheinlich im Hintergrund sehen kann, ist hier eine ganz große Glasfläche, die ein bisschen angehöht ist, weil das ganze Gebäude höher steht. Und hier wird man, wenn man esst oder essen geht, einen viel schöneren Blick in die Landschaft haben. Das Licht, die Atmosphäre wird viel freundlicher sein. Wir werden uns Mühe geben, das sieht man hier jetzt noch nicht, dass die Sitzarrangements etwas persönlicher sind, dass man kuscheliger in Ecken beisammen sitzt. Genau, das ist so das, was wir hier vorhaben, dass man vielleicht schon so ein bisschen im Hintergrund erkennt. Im alten Haus gab es ja ziemlich viel Glasfläche, ich glaube 5 Kilometer insgesamt. Im neuen Haus ist das nicht mehr ganz so viel. Ja. Kannst du da zu dem neuen Energiekonzept auch was erzählen? Ja, wir geben uns hier natürlich Mühe über, ich glaube es nennt sich Geothermie, über Erdwärme hier Energie zu gewinnen. Das ist ja ein großer Faktor gewesen, weshalb wir auch hier diesen Neubau ins Leben gerufen haben, beziehungsweise hier eine neue Bildungsstätte errichten. Das ist hier quasi an Anlehnung an das alte Gebäude nochmal viel Glas, aber im restlichen Gebäude schon sehr stark darauf geachtet worden, dass nicht unnötig und überflüssig Energie nach draußen gegeben wird. Das ist hier natürlich alles nach neuesten Standards erstellt, von der Wärmedämmung und Technik natürlich auch ganz anders konzipiert. Ich denke, ja, nach draußen gucken kann man immer noch. Ne? Man kann auch hier schön die Landschaft genießen, vielleicht auch schöner als vorher, weil das Ganze stärker in die Natur eingebunden ist. Die Innenhöfe fehlen, aber dafür ist quasi das Gesamtgebiet hier drumherum stärker eingebunden. Ja, Sokyung, wir haben ja jetzt hier draußen auch eine Terrasse. Genau. Also ich darf auch draußen essen. Ja, wenn das Wetter schön ist, wird man sich natürlich prügeln müssen um die schönen Plätze hier draußen. Aber vielleicht erkennt man das, dass es hier auch an dem Restaurantbereich direkt eine Sonnenterrasse gibt, wo man frühstücken bzw. essen kann. Die Terrasse geht hier so ein bisschen um den Innenhof herum zur großen Sonnenterrasse, die zwischen den beiden Flügeln liegt. Ich glaube, das werden sehr begehrte Plätze werden, wenn das Wetter schön ist. Und ich hoffe mal, ich meine, wir wissen, dass Sprockhövel ja in einer Schönwetterzone liegt. Deswegen wird es ja, hier besonders angenehm und nett sein, Zeit wir draußen zu verbringen. Wir stehen jetzt hier im Seminarbereich. Wie sieht das aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Die alten Räume waren ja doch prinzipiell sehr anders. Ja, von der Größe ändert sich nicht viel. Es ist etwas quadratischer geschnitten hier in den Seminarräumen an sich. Ich finde, sie sind geräumiger. Der Teppich ist ganz schön im Zusammenhang mit dieser gelben Farbe, an die ich mich noch gewöhnen muss. Aber ich glaube, das wird relativ schnell gehen. Wir werden einen Teil des Mobiliars vom alten Haus hier mitnehmen. Das gehört mit zu dem Konzept, dass wir recyceln, ne? Tatsächlich auch das, was nutzbar ist, auch noch hier weiterverwenden wollen. Trotzdem werden wir hier ein paar neue Stilelemente drin haben. Unter anderem wird es hier an den Wänden so Schienensysteme geben, an denen wir Wandzeitungen festmachen können. Wir haben mobile Whiteboards, die wir auch verwenden können. Es gibt wie in alten Seminareinheiten auch Beamer, festinstallierte mit Leinwand, die hier dabei sind. Genau, und das pädagogische Personal bleibt natürlich. Für mich ist hier der spannendste Part. Wir sind jetzt in einem Beispielzimmer. Also im neuen Haus gibt es die Zimmer ja noch nicht so ausgestattet. Das dauert noch ein bisschen. Wie werden die neuen Zimmer aussehen? Ja, dieses Musterzimmer ist schon relativ früh erstellt worden. Das gehört auch mit zum Bauauftrag, um nachvollziehbar zu machen, wie es ausschauen wird im neuen Bildungszentrum. Und ich denke, von den Farben her sieht man das schon ganz gut, dass es ziemlich freundlich ist. Ich glaube, der größte Unterschied ist einfach die Größe. Also es wird 3 Quadratmeter etwa größer sein als die alten Zimmer. Und diese 3 Quadratmeter sind, wie ich finde, sehr sinnvoll investiert in 1,40er Betten, also Betten, die 1,40 breit sind. Das kommt gerade den Kolleginnen und Kollegen zugute, die vielleicht nicht ganz so schlank gebaut sind wie ich zum Beispiel. Ich freue mich schon richtig drauf, gut ausgeschlafene Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwarten zu können. Das Bad ist ziemlich modern, die Duschen sind relativ groß, wie ich finde. Wir haben Flachbildschirme auf jedem Zimmer. Und es gibt jetzt endlich dann auch bei uns die Möglichkeit, auf dem Zimmer Internet zu beziehen, nicht über WLAN, sondern über Kabel. Ja,
Und was noch eine Besonderheit ist, es gibt keine Zimmerschlüssel mehr, sondern Zimmerkarten, Chipkarten, die extra dann dafür da sind, dass der Strom, also die ganzen Standby-Geräte auch erst angehen, wenn die Karte eingefügt wird hier im Zimmer und dann wieder ausgeschaltet werden, wenn man das Zimmer dann verlässt. Ja, das war's hier aus Sprockköfel. Am 9. September wird das Bildungszentrum eröffnet. Sokyung, worauf freust du dich am meisten? Ja, natürlich auf die ganzen jungen Kolleginnen und Kollegen, die hier kommen werden und dieses Haus hoffentlich mit ganz viel Leben füllen werden, damit es ein richtig geiles gewerkschaftliches Bildungszentrum wird. Es gibt ja noch einen Wettbewerb, genau, der bis, ich glaube, Mitte August läuft. 15.8. Kannst du da noch kurz was zu erzählen? Also es soll ja eine Jugendblockhütte geben, genau, die ungefähr an dem Ort entsteht, wo das alte Bildungszentrum gestanden hat. Genau. Erzähl kurz was zum Wettbewerb. Ja, wir sind hier in einem Naturschutzgebiet. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, die neue Jugendblockhütte, die zusätzlich zu diesem Bildungszentrum entstehen soll, wird erst aufgebaut werden, wenn das alte Bildungszentrum renaturiert wird, das heißt dem Erdboden gleich gemacht wird. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben bis zum Neubau und zu der Neueröffnung dieses Jugendhauses, wollen wir natürlich euch befragen, euch einbinden, was wollt ihr gerne drin haben, wie soll das Ding heißen, wie soll das Ganze ausschauen. Da gibt es einen Wettbewerb, den wir hier am Laufen haben. Findet ihr alles auf unserer Facebook-Präsenzseite, auf unserer Facebook-Präsenz, IG Metall Sprockköfel Jugendbildung. Da könnt ihr einfach Vorschläge einreichen und ihr könnt ein Wochenende mit eurer JAV oder eurem OJA hier bei uns gewinnen. Also seid kreativ, nehmt noch an dem Wettbewerb teil, gestaltet die Jugendhütte. Danke Sokyung für die Führung und wir sehen uns im September, wenn hier das Bildungszentrum eröffnet wird.